Liebe Zuschauer, ich weiß, der Film ging eben stark an die Nerven. Zur Erholung möchte ich Sie jetzt noch auf unser Programm von heute, Donnerstag, den 24. August, aufmerksam machen. Die Kollegen vom Frühstücksfernsehen erwarten die Frühaufsteher unter Ihnen ab 6 Uhr mit folgenden Themen. Es wird um den Nachfolger von Heiner Geißler als CDU-Generalsekretär gehen, um Volker Rühe. Ein weiteres Thema ist die Voyager 2, die heute am 24. August ihr Ziel erreicht haben wird, den Vorbeiflug am Neptun. Hollywood-Star Eric Braeden wird zu Gast im Studio sein und außerdem gibt's Tipps in Sachen Kino und Katzenfutter. Um 11.05 Uhr gibt's dann einen richtig schönen Jerry-Lewis-Film. Diesmal spielt der Chaot einen Abenteurer, der seiner Frau die letzten Nerven raubt. Friere, ich will in ein warmes Zimmer. Aber Pamela, der Lebertran war noch nie so köstlich wie in diesem Jahr. George, ich möchte jetzt endlich zurück nach London, wo es trocken ist. Aber was ich getan haben soll, weiß ich nicht. Er hat sich anstatt um seine Frau um unsinnige, dumme Projekte gekümmert. Was wollen die Frauen von uns Männern? Ich habe mir gerade vorgenommen, unser Haus gründlich zu renovieren. Der Spinner, 11.05 Uhr in Sat.1. Oh nein, das ist nicht mein Haus. Stopp! Gehe ich zu weit? Das ist mein Haus! Natürlich ist es dein Haus, Schätzchen. Ich habe nur auf dich gewartet. Dieser Mann ist von Sinnen. Komm, meine Liebe. Du kannst ja nicht die ganze Nacht bleiben in dieser Opiumhöhle. Warten Sie eine Sekunde. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass diese Dame, Mrs. Lester, immer noch mit einem gewissen Mr. Lester verheiratet ist. Du verschwindest samt deiner Beständigkeit, hast du verstanden? Pamela, ich sehe mich leider gezwungen zu gehen. Es wird dir auch wohl nicht übrig bleiben. Mach mein Haus wieder zu dem, was es war, du! Pamela! Szenen einer Ehe. Ob die beiden sich nicht doch noch zusammenraufen, das sehen Sie also ab 11.05 Uhr. Heute Abend dann ist wieder der Chefarzt des San Francisco Memorial Hospital, Trapper John, im Einsatz. Heute stellt er düstere Prognosen. Hier oben auf dem Bild ist eine dunkle Stelle zu erkennen. Ja, das fällt mir auch auf. Also positiver Befund. Ein Tumor. Wir sehen, was es ist. Ich habe so schreckliche Angst. Ach komm, Mann. Wo ist Billy? Der ist oben und lernt. Hol dir was zu trinken. Trapper John MD, 19:30 Uhr in Sat.1. Danke, Gibby. Hast du vielleicht Experimente gemacht mit Trappers Wodka? Sie wissen doch genau, Alkohol ist schlecht für Kinder. Oh mein Gott, Billy. Mein armer Junge. Das schaut gar nicht gut aus für den kleinen Billy, der scheint trotz seiner jungen Jahre dem Alkohol verfallen ist. Cagney und Lacey haben dann auch wieder einmal eine harte Nuss zu knacken. In ihrem Distrikt findet zum wiederholten Mal Brandstiftung statt. Na dann bitte sagen Sie es mir, mein Kind. Wieso sollte ich wohl meine Fabrik niederbrennen? Mr. Selmer, die Feuerwehr sagt, die Brandstiftung war eindeutig. Was habe ich für einen Anlass, so etwas zu tun? Ich hatte gerade eine fantastische Kollektion. Und wenn Sie es nicht waren, wer war es dann? Sie wissen nicht, wer es war. Aber Sie haben jemanden im Verdacht. Wen wollen Sie decken, Mr. Seymour? Cagney und Lacey, 20.30 Uhr in Sat.1. Wir sind abgestellt, dieses Haus da zu überwachen. Mr. Ashland? Kennen Sie? Er hat uns angerufen, weil er glaubt, Sie wollen das Haus ausspionieren. Sie beide waren so überaus freundlich zu mir. Jeder von Ihnen kriegt von mir ein Kostümchen für all Ihre Schwierigkeiten. Das können wir nicht machen. Wieso? Ach, Sie glauben, es ist Bestechung. Und Sie wissen, das New Yorker Polizistinnen-Team ist unbestechlich. Sie werden den Brandstifter trotz aller Widrigkeiten ausmachen. Nie wieder New York, sagt sich dann ein Ehepaar, das wir um 21.30 Uhr auf seiner Reise in diese Glitzermetropole begleiten werden. Großartig für die Kinder. Du brauchst überhaupt keine Sorgen zu machen wegen der Schule in New York, ja? Ich habe mir keine Sorgen gemacht wegen der Schule. Es gibt wohl die besten Privatschulen der Welt in New York. Danke. Ist das Ihr Gepäck? Hä? Nein. Ach, das werde ich selbst tragen. Das ist ja nicht so schwer. Aber wozu denn? Die Fluggesellschaft trägt das. Nein, das Gepäck zu tragen ist Sache der Fluggesellschaft. Mach dir um das Gepäck keine Sorgen. Ich mach mir um das Gepäck keine Sorgen. Kennedy meldet eine Wolkendecke, die unter 30 Meter liegt. Das heißt, für eine Landung unter normal. Wir werden hier oben also noch eine Weile sitzen müssen. Hast du gehört? Jetzt müssen wir sitzen. Wir warten, wir kreisen und jetzt müssen wir sitzen. Es ist streng verboten, bei Start und Landung Getränke auszuschenken. Ach, möchten Sie vielleicht ein Glas Wasser? Nie wieder New York. 21.30 Uhr in Sat.1. Dass ich das Gepäck verloren habe, dass ich einen leeren Zug erwischt habe, glaubst du, dass Sie so einem Versager, einem verantwortungsvollen Posten anvertrauen? Na, du kannst doch nichts dafür, dass die Maschine in Boston gelandet ist. Ich hätte eine Maschine früher fliegen können, nicht? Ja, natürlich hättest du eine Maschine früher fliegen können.
New York war deine Festessen auf irgendeinem der besten Restaurants der Welt. Und jetzt sitzt du hier und isst Weißbrot mit Erdnussbutter und hast nichts zu trinken. Also, wenn ich du wäre, könnte ich verstehen, dass du nie wieder mit mir sprichst. Oh mein Gott. Was ist los? Ich habe meine Wimpern links verloren. Hm? Große Katastrophe. Diese Reise nach New York sollten Sie nicht verpassen, liebe Zuschauer. Jack Lemmon und Sandy Dennis spielen das Ehepaar, das am Rande seiner Nerven ist. Unser Magazin Topics beschäftigt sich dann mit einer Sportart, die auch immer mehr im Kommen ist. Haben Sie es auch schon einmal versucht, diesen Ball überhaupt zu treffen? Diesen kleinen Ball und dann auch noch so, dass er 200 Meter weit fliegt, das ist gar nicht so einfach. Vielleicht ein Grund, weshalb so wenig Golf gespielt wird in Deutschland. Oder liegt es an den hohen Jahresbeiträgen der Clubs? Geld scheint aber keine Rolle mehr zu spielen, denn immer mehr Menschen wollen Golfer werden. Topics, 23.25 Uhr in Sat 1. Für Pokal und Schale haben die Damen jahrelang gearbeitet. Denn wer Golf spielen will, der braucht vor allem Geduld mit sich selbst. Der war wohl nichts. Es braucht wohl wirklich Geduld. Auch die Geduld der Profis wird dann auf die Probe gestellt. Denn Kollege Bodie bringt keine Leistung mehr. Er trainiert und er trainiert aber erfolglos. Und das können die Profis, die ständig unter Hochdruck stehen, sich nicht leisten. Du baust schon wieder Scheiße! Woher soll ich denn wissen, dass da draußen noch einer war? Damit muss man eben rechnen, Bodie. Ich weiß auch nicht, vielleicht hat er nur eine Krise. Dass er in einer Krise steckt, ist uns bekannt. Aus welchem Grund? Instruktion. Der folgende Bildtext ist falsch. Korrigieren Sie A und B. Ein 10%iges Absenken seiner geistigen Fähigkeiten ist enorm. Die Profis. 23.55 Uhr in Sat 1. Ach, schon wieder tot, Sonny Boy. Was immer es ist, was Sie zu tun haben, Sie müssen einen Weg finden, es zu tun. Bodie beugt gramerfüllt sein Haupt. Was mit ihm los ist, das erfahren Sie also heute Abend in unserem Krimi. Soweit ein paar Programmtipps, liebe Zuschauer, für den heutigen Donnerstag, den 24. August. Das Programm können Sie gleich noch einmal im Überblick auf den Tafeln sehen. Ich möchte mich jetzt von Ihnen verabschieden und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
Ja.